Hallo Fallout-Freunde, hallo YouTuber, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Wir haben einen Rucksack am Arsch Let's Play, nämlich in Fallout 4. Wir haben ja das letzte Mal Ada ordentlich ausgestattet, Hirn haben wir weggelassen, wie man sieht, brauchen wir nicht, ist ein Roboter. Auf jeden Fall hat die Dame jetzt richtig Punch, hat einen Haufen Taschen und wir wollten ja gemeinsam ein bisschen schauen, dass wir hier das nächste Robohirn finden. Damit wir einfach wissen, wie das Ganze jetzt weitergesponnen wird. Seien Sie gegrüßt, Kumpel. Ich grüße Sie auch, Kumpel. Ich Ihnen nach einem kühlen, blonden oder einem coolen Witz. Wollen wir mal schauen, ob du noch mehr Witze auf dem Kasten hast. Ein Witz. Erzähl mir einen Witz. Fragt der eine Windfaden den anderen, wie geht's Harry? Scheiße, der hängt wieder an der Nadel. Möchten Sie lachen oder ein kaltes Getränk genießen? Weder noch, danke dir. Nein, danke. Okay. Okay, nicht traurig sein, Buddy. Nicht traurig sein. Wo ist denn unser Blecheimer? Ich glaube, du bist dann sowieso da. Kommst du mit oder brauchst eine Extra-Einladung? Kaum bist du orange, brauchst du wieder eine Extra-Einladung. Gut, wir werden heute mal schauen, dass wir hier erstmal auf die Karte schauen. Erstmal ganz gemütlich gucken, wo wir denn eigentlich hin müssen. Daten, wo ist es denn? Kopfjagd, genau. Hol dir den zweiten Radar-Peilsender. Da wollen wir hin, da müssen wir hin. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo wir hängen geblieben sind. Wir sind ja komplett hängen geblieben. Ich weiß es wieder, hier müssen wir hin. Perfekt, kurz vorm Level 35, das ist auch ganz gut, kann man wieder ein Pünktchen vergeben. Ihr werdet lachen, aber bei mir ist heute aktuell Montag. Das ist das erste Mal seit, ich glaube, 4 oder 5 Wochen, dass ich unter der Woche was aufnehme. Wenn wir Formel 1 mal außen vor lassen, die Koop-Saison. Aber ja, wundert mich selber. Bin nach Hause gekommen, bei mir ist heute der Tag, als ich den Vlog freigeschalten habe. Da gab es ein bisschen, ja, es gab ein bisschen Diskussionen, es wurde ein bisschen hin und her diskutiert, aber ich fand es im Grunde ganz gut. Das Video hat mir gezeigt, auf welche Leute ich mich verlassen kann und auf welche nicht. Also, solche Aufräumaktionen mag ich einfach. Weil die, ja, das sieht man einfach mal, ne, woran man wirklich ist. Und das ist ganz gut. Ich mache mich da nicht verrückt. Wie gesagt, mein Gott, ich bin in dem gesetzten Alter, wo ich mir jetzt nicht unbedingt irgendwie ein auf virtuelles Zeug runterholen muss, ne? Es gibt Wichtigeres im Leben. Komm, Ada, du hast flinke Stiefel, schwing die Hufe hier. Ansonsten säge ich sie dir ab, dann darfst du schweben. Ist vielleicht auch eine Ecke schneller. So, was haben wir hier für Muni dabei? 25 Schuss ist eindeutig zu wenig. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen wie auf Munition aufpassen. Oder wir geben einfach nochmal einen Punkt in Munitionserbeuten rein. Dass wir, wenn wir was plündern, einfach mehr Munition bekommen. Vielleicht auch mal von der richtigen Sorte. Kommst du? Meine Fresse. Wir können ja erstmal ein bisschen ein paar Drogen nehmen hier. Drogen am Abend, erquickend und labend. Finger weg von dem Zeug, das wisst ihr ja. So, ich mach mal hier auf Tablet nach wie vor. Auch alles ist in der Videobeschreibung verlinkt, ne? Auch die ganzen Apps für Android und iOS. Das heißt, wenn du Fallout spielst und ein Smartphone hast und eine wilde Mutterbeere naschen willst, ja, installier einfach das Ding. Das kostet gar nichts. Und ich find's ganz gut, so nebenbei hast du so einen kleinen Pip-Boy nochmal mit drauf, dass du nicht immer hier mit... Bitte? Oh. Oh, oh. Es geht los. Thompson ist nervös. Kaum sehe ich einen Gegner am Horizontus. Ja. Ja, das ist schön. Dann zeig mal, was du drauf hast hier. Halt da mal drauf. Friss das, Blecheimer. Das will ich aber auch hoffen. Da ist noch einer. Woo! Ja, du kannst schießen. Im Gegensatz zu mir. Also schießen kann ich auch, aber halt nichts treffen. Wieder vorbei. Nein, der hatte gar nichts drauf. So, hier spackt aber noch irgendeiner auf dem Boden rum. Da hinten bist du. Vorbei. Bist doch da immer noch. Ja, rüber rausstrecken ist ganz schlecht. Genau, schön Dauerfeuer drauf.
Level up. Level 35 erreicht. Sehr gut. Mal schauen, hier rennen doch ein Haufen Leute rum. Sicher sind wir hier absolut nicht. Ich mag aber jetzt auch nicht in das Gelände hier reinmarschieren. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können. Sie werden diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Bitte entschuldigen Sie, aber ich habe sie verloren. Hä? Netter Versuch, Arschloch. Kein gutes Geräusch. Ich dachte, gilt das mir? Es wurde lauter. Ja, es gilt mir. Soll ich mich bewegen? Ach nö, bleib mal stehen. Oh mein Gott, was ist da los? Okay, also man schießt mit Atomsprengköpfen. Kann man machen. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Machen wir ja auch nicht. Mal gucken, ob wir irgendwo vielleicht mal ein schönes Snipergewehr finden. Ah, hier sind wir jetzt hängen geblieben. Gut, na dann machen wir Red Away nochmal rein. Und wir laufen vielleicht mal so lang. Schadet ja auch nicht. Wir haben ja das letzte Mal alles abgekriegt. Burn Motherfucker. Machen wir den mal rein. Ich glaube, hier ist jemand drin in der Putze. Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. Nein, es ist der wilde Thompson. Na toll. Ja, sag mal, was habe ich denn für ein Talent zum Werfen? Na, bleib halt stehen. Hast du Glück gehabt, dass ich nichts treffe? Oh. Jetzt kann ich auch die Beute holen. Also ich glaube, die Waffen, die sind ganz gut. Vielleicht braucht Ada noch irgendwas für den Nahkampf. Aber wie wir sehen, wenn sie schießt und trifft, dann bleibt von dem Gegner nicht mehr allzu viel übrig, außer so ein kleines Häufchen Elend. Da wären wir doch total Psycho, das ist gut. Kann man hier rüber hüpfen? Ja, kann man. Okay. Auf ein neues. Wie gewohnt, die Folgen ungefähr so 45 Minuten lang. Darauf haben wir uns ja geeinigt. Und wer jetzt fragt, ich lese es auch immer wieder. Wann kommt Landwirtschaftssimulator? Wann kommt dieses? Wann kommt jenes? Wut. Kann ich nur sagen, liebe Leutchen. Es kommt, wenn es kommt. Also ich habe keinen Uploadplan. Ich nehme auf, wann ich Bock habe auf die Spiele. Und wenn ich keinen Bock habe drauf, dann kommt auch nichts. Außerdem beim LS ist es aktuell auch so, dass der Kevin, der zieht gerade um. Das will ich hoffen. Und wir wollen schon alle gemeinsam dann wieder am Start sein. Weil der Kevin gehört einfach zum Inventar. Wo ist denn die Sumse jetzt hin? Das kleine Häufchen Sumse. Ne, der gehört einfach zum Inventar und deswegen fände ich es auch ein bisschen blöd, wenn wir da jetzt auf Krampf irgendwie weitermachen. Auf Krampf ist es sowieso nicht. Ja, wir spielen, wenn wir lustig sind, und wenn wir nicht lustig sind, dann spielen wir halt nichts. Und aktuell ist auch am Wochenende so, dass ich manchmal ganz froh bin, dass ich einmal die Füße hochlegen kann. Also da bitte spart euch Kommentare dieser Art. Was schießt denn du? Ah! Nimm das, Blutkehr. Oh Gott. Au. Läuft bei mir heute richtig gut. Ich habe auch keine Beine, deswegen konnte ich auch nicht weglaufen. Wenn das so weitergeht, dann wird das eine richtig gute Ausgabe. Also wir lassen uns davon jetzt nicht ermutigen. Wir werden wieder den gleichen Weg gehen. Vor allem die Sumse, die war legendär. Legendäre Sumse, aber ich sollte meine richtige Waffe nehmen. Ich glaube, diese Burn Motherfucker, die gebe ich dann so einem Landwirt. So, diesmal nehmen wir gleich was Richtiges, nämlich das Kampfgewehr. Und ich glaube, damit sind wir auf der sicheren Seite. Hey, hey, grüß dich. Ich bin's, der Thompson. In dein Gesicht, Frau mit Gurtzeug. So, hier ist ein bisschen Psycho drin. Hier war nichts drin. Hier war was drin. Und das war's. Okay. Sehr gut. Gut, wir gehen nochmal auf Nummer sicher. Nehme ich eine Runde Red Away rein. Und danach mal Quicksave. Weil wenn wir jetzt gleich wieder drauf gehen, dann können wir zumindest hier vorne gleich wieder starten. Aber ich bin ja schlau. Auch wenn man es nicht glaubt.
bist du? Oder wo seid ihr? Wir waren doch vorhin die ganzen Sumsen. Wo sind die jetzt hin? Da. Da sumst was. Da guckt's euch an. Die Sumsen inkognito. Nein, sind wir auch nicht. Oh, ich kann durch Büsche schießen. Das gefällt mir. Zu schnell. Machst du das oder soll ich dir helfen? Oh, du siehst ja, ne? Captain Aimlos hier am Start. Die war weg. Oh, getarnte Sumsen. Das ist ganz gefährlich. So, war das schon die legendäre? Ich hoffe es mal nicht, weil die finde ich doch hier nie wieder. Hier liegt sie. Ha. Ne. Eine Rüssel hat sie nur dabei gehabt. Da kommt noch eine. So, wo ist ein normaler Blutkäfer? Okay. Ducken. Luft anhalten. Aimen. Vorbeischießen. Okay, das müssen wir nochmal machen. Nachsitzen, ducken, aimen, Luft anhalten. Ab. Sag mal. Ducken, aimen. Es könnte ein Gegner in der Nähe sein. Ja, da hinten ist auch ein Gegner. Nimm dein Robo-Kopf. Dingspopo aus dem Funzel. So, hätt mal das erledigt. Geht doch. Speichern. Wo ist dein Rüssel? Den brauchen wir dann für später noch. Mache ich mir nämlich einen Staubsauger draus. So, wir sind noch nicht ansatzweise in Reichweite von unserem eigentlichen Missionsgebiet. Aber ich habe flinke Füße. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen weiter hier. Oh, ein Wauzi. Okay. Schweizer. Hör auf, das zu töten. Ich will... Och, Mann... Ha, da kommt noch einer. Au! Danke. Das ist tot. Das ist so, wenn man drauf schießt, Ada, dann ist das Ziel irgendwann mal weg. Widerstand ist zwecklos. 78 Punkte? Okay, der war ja auch besonders hässlich. Ich glaube, so weit im Süden waren wir noch nie. Ich habe ein bisschen Angst. Schlammbohnen. Kinder, kommt rein. Die Schlammbohnen, wir sind fertig. So, wir sind jetzt fast am, an der Straße, wo wir auch rübergehen müssen. Das ist nämlich die da hinten. Aber wir plündern hier natürlich ein bisschen. Wir gucken zumindest, ob es was gibt. Ja. Kennt ihr solche Städte? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wo die Wüste sich die Städte wieder zurückholt? Finde ich übelst faszinierend. Was? Jetzt aber hier. Ich bin schon dabei. Ich speichere nochmal ab, aber bevor wir weitergehen, werden wir gleich unseren neuen Punkt vergeben. So, und zwar, was machen wir denn? Härte ist natürlich auch nicht schlecht. Mehr Schaden, Resi, ne? Eisenfaust. Gut, waffenlose Angriffe haben wir nicht allzu viel. Schatzsuche. Du findest mehr Kronkorken. Ja, Geld haben wir, glaube ich, ohne Ende. Du findest mehr Munition. Das ist ein Punkt, was ich wollte. Ich glaube, das machen wir auch, oder? Dann hätten wir nämlich das schon fast komplett ausgebaut. Oder halt Wissenschaft. Damit wir noch bessere Mods und sowas bauen können. Hier haben wir noch Hacker. Den Punkt spare ich mir aber, weil Ada ja diese Spezialfähigkeit hat. Des Hackens. Oh, oder wir können hier Gewehrschütze noch mehr machen. Mehr Damage ist natürlich auch nicht schlecht. Och Mann, es gibt so viel. Das ist Wissenschaft, ne? Wissenschaft Rang 2. Mehr Mods. Oder Gewehrschütze. Ach komm, mehr Mods ist ganz gut. Vielleicht helfen die Mods uns dabei, auch mehr Damage zu machen. Also, bam, Wissenschaftler hoch 10. Weiter geht's. Alles gut, Ada? Wir sind am Start hier. Locker flockig, da brauche ich ja gar nicht überlegen hier. Locker aus der Hüfte das Dreirad erschossen. Ein Blümchen. Mal nachladen.
Also der Tipp mit der Automatikpumpe, das, was ihr mal in die Kommentare geschrieben habt, der war echt Gold wert. Übrigens, Leutchen, die schon länger dem Kanal folgen, die werden sich vielleicht fragen, Thompson, Gewinnspiel, was ist denn da los? Wann kommt die Auslösung? Bald, kann ich schon mal sagen. Und ja, wer es noch nicht weiß, der... es lohnt sich immer mal, die alten Folgen mit anzu... gar nicht gut. Gut, ich stehe schon quasi bei den Typen auf die Füße. Seid ihr Gegner oder seid ihr liebe Leute? Ja, das scheinen liebe Leute zu sein. Komm, wir spielen eine Runde Kickball. So laufe ich richtig. Mal ganz kurz Scrollinger machen. Ja, das ist die richtige Straße. Servus. Bewegung, Soldat. Du gibst mir Befehle. Alter Verwalter. Nein! Hab sie nackig gemacht. Wie kann eine Maschine glauben, dass sie lebt? Das ist doch lächerlich. Ja, das ist total lächerlich. Aber hier müssen wir echt aufpassen. Ich glaube, hier kommen Gegner auf uns zu, wo wir, glaube ich, ein bisschen Obacht geben müssen. Die teilen nämlich ganz gut aus. Und stecken dafür auch ganz gut ein. Also. Hast du es gesehen? Ihr explodiert einfach mal alles. Warte mal, das Auto brennt. Vorsicht! Ich hab dich gewarnt. Okay, ich bin selber hier reingelaufen. Radioaktive Autos. Irgendwie ist mir diese Gegend gar nicht geheuer. Ich glaube, ich rüste mal ein bisschen was Stärkeres aus. Wir brauchen dringend Munition für die Knarre. Warte mal, wir haben doch noch hier sowas. Nehmen wir doch das doch. Gleich Crit rein. Putz. Kritisch. Komm, weiter. Vorbei. Gut, man sollte auch treffen bei dem ganzen Thema. Jetzt explodiert die Welt wieder. Gleich nochmal. Also hier müssen wir... Gegner. Alter, hab ich ein Aim. Man könnte sagen, das existiert gar nicht. Jetzt hör auf, da rumzuhüpfen. Vielleicht ist auf dem Gewehr auch ein kleiner Zoom ganz gut. Fusionszelle. Schaltplatte, nukleares Material, eine Sicherung. Aber keine Baupläne. Wir brauchen ganz dringend Baupläne. Vor allem was Waffen angeht für unsere kleine Mathilde hier. Ein Telefon im Müll. Na super. Sag, was ist denn heute los? Jetzt wäre ich mit Reifen beworfen, oder? Können wir nochmal gucken. Aber ich glaube, die haben es alle hinter sich hier. Wird einfach mal ein Reifen angespült. Was ist denn das? Jetzt hör auf, mich zu trollen, ich habe Angst bei sowas. Das mag ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Warte mal, in Containern ist immer irgendwas verborgen. Zum Beispiel Radioaktivität. Radioaktive Fässer. Geht da lieber nicht hin, obwohl du kannst das. Der ist offen. Right away ist gut. Kaliber 50 ist für unsere Sniper. Was ist denn eigentlich... 556 Munition, okay. Also 556er Muni, da müssen wir uns, glaube ich, bei einem Händler mal ordentlich eindecken. Und die Pistole, naja, wie gesagt, die geben wir unseren Typen in da wo das Haus steht, wo wir ab und zu so schlafen tun und so, ne? Gut, speichern, weil hier hinten laufen wir jetzt nämlich in die Stadt rein, wo es dann um die Wurst geht. Ada, bist du am Start? Komm, schwing deine Roboterkeulen. Es geht ab. Naja, die Bruderschaft, die heizt hier ordentlich rein. Wir gucken uns dafür mal hier ein bisschen um. Bierflaschen und sowas lasse ich liegen. Dafür aber alles andere. Flansch ist immer gut.
Nein, nein, ich bin dabei, hier alles mitzunehmen. Keine Macht den Drogen, wir lassen natürlich Alkohol lassen wir hier liegen. Die Kasse ist leer. Da kommen wir wohl ein paar Dekaden zu spät. Siehst du noch irgendwas? Sturmfeuerzeug, danke. Das Körbchen lassen wir hier, weil der Laden hat nicht mehr allzu viel. Das lohnt sich hier nicht erst irgendwas mitzunehmen. Komm, eine Kaffeetasse, ein bisschen Keramik nehmen wir auch noch mit. Speichern. Ich weiß, dass es hier wohl gleich knallen wird. Und das ordentlich. Ich traue dem Braten nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier gleich... Das ist auch... Hier, schaut, das ist gewollt. Das ist nicht zufällig irgendwie runtergefallen. Das ist gewollt. Oh, hier können wir bitte was kaputt machen. Das ist natürlich ganz gut. Da können wir unsere Taschen wieder ein bisschen leer machen. Weg. Kommandohelm kommt Polymer bei raus. Auch nicht schlecht. Eine Nuka-Cola-Flasche. Ich glaube hier oben... Oh. Scharfschützengewehr. Nehme ich mal mit. Basketball. Oh, Basketball, Leute. Ich freue mich so auf den Sommer. Körbe werfen und so ein Kram wieder machen. Laserpistole. Schlagring. Was hast denn du für Muni? 308er Munition. Du bist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Du bist scheiße, du fliegst weg. Aber das Gewehr, das gefällt mir. Vielleicht können wir da noch wieder was draus bauen. Mal wieder was anderes ein bisschen bauen. Waffen gibt es ja mehr als genug. So eine kleine Bowlingbahn hier, oder? Wie war denn das gleich? Man konnte doch... Bleibst du hier? Na komm. Ja, hau sie um. Oh. Alle Dreier. Ne, ich war noch nie gut im Bowling. Ich war sogar mal so ein bisschen Real-Life-Fact hier am Rande, ne? Ich war sogar mal in dem Kegelverein. War ich aber nicht lang, weil die Kegelbahn irgendwie scheiße war. Die war so krumm und schief, da hast du alles getroffen, außer die Kegel. Gut. Wo sind wir? Wir sind fast da. Wir sind fast da. Wir lunzen hier nochmal ein paar Häuser rein und gucken, was es da so gibt. Eine Vase ist immer gut. Vielleicht rüsten wir dann doch unsere Heimat nochmal ein bisschen aus. Ganz genau gucken. Überall könnte der Schatz der Nibelungen auf uns warten. Springen wir hier nochmal hinter. Aber hier ist, glaube ich, nichts. Die schönen Häuser. Die sind... Hier ist gerade was angesprungen. Was war das? Was war das? Muss schon mal hoch, oder? Es war nichts, oder? Na doch. Ich kenne euch. Wenn ich da jetzt weitergehe und am Ende lag da wirklich was. Ah, das war bestimmt der Globus. Nee, das ist kein Globus. Was ist hier oben gerade eben angesprungen? Da war doch irgendwas. Oder bilde ich mir das bloß ein? Ich bilde mir das ein. Schizo bekloppt bin ich. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier so ein kleines Karussel. Oder auch nicht. Doch, hier muss irgendwo ein Kreis oder sowas sein. Das Haus sieht auch extrem einladend aus. Oh. Das lohnt sich. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Maulwurfsrattenzähne, Baumwollgarn, cool, da kann ich endlich meine Socken mal ein bisschen zusammennähen hier. Es ist noch nicht sicher hier, das ist jetzt der Kreis, oder? Ja, wir sind quasi in der Nähe von dem, wo wir jetzt hin müssen. Da hinten ist ein Ghoul. Ja, yeah, easy peasy, der Thompson, Pro-Skiller. Baby Russell. Du teilst mir eindeutig zu viel aus. Dadurch, dass ich viel zu wenig EP dafür bekomme. Aber wer weiß, vielleicht ist es ganz gut, dass man dich dabei... Au! Gut, ich muss die Gegner auf jeden Fall anhitten. Und ich soll was essen. Ganz, ganz schnell. Weil Schnapsglas ist gut, aber ich... Ach komm, nehmen wir es mit. Blech, lass mal liegen.
Was ist das für ein Glas? Ein Trinkglas? Teddybär. Whisky. Whisky ist gut. Opa selbstgebrannten. Gut, da kann man den auch noch mitnehmen. Vollidiot, ey. Ja, man weiß es nicht so genau, ne? Der hat aber gepupst, hier war es gerade grün. Will aufpassen. Gesprungene Glasschale. Du trägst zu viel, du kannst nicht rennen. Okay, pass mal auf. Dann machen wir das jetzt so, wie wir es immer machen. Du bekommst jetzt erstmal lagern, lagern, lagern. Gut, danach bekommst du Waffen. Gebe ich dir. Die Burn Motherfucker gebe ich dir jetzt auch mal. Die ergibt nicht wirklich Sinn. Kyro-Granaten, gut, die zwei sind auch ein Kilo. Das brauchen wir auch nicht wirklich. Molotov-Cocktail, ich wollte von den Dingern mal weg, weil ich möchte mehr auf Handgranaten und sowas gehen. Ich glaube, das ist ganz gut. So, was haben wir denn noch? Das Scharfschützengewehr kannst du bekommen, das wiegt nämlich auch ein bisschen was. Und ich würde dir liebend gern den gesamten Schrott irgendwie mal geben. Weil dafür bist du ganz gut. Motorradbrille, Leder. Ja, das sind so Powerrüstung. Ne, da werde ich sofort wieder sagen, Tom, das musst du unbedingt benutzen. Und ich sage wieder so, ich weiß nicht, die Motorradbrille finde ich irgendwie ziemlich geil. Was haben wir denn aktuell eigentlich angelegt? Mal kurz gucken hier. Ehering, Sonnenbrille. Was machst du? Wahrnehmung 1. Ich glaube, die Motorradbrille sieht ein bisschen besser aus. Oder die Schutzbrille. Ziehen wir beides gleich mal an. Die brauchen wir nicht. Okay. Du kannst auf jeden Fall. So, da ziehen wir uns gleich mal bitte was Neues an. Und zwar Kleidung. Gasmaske mit Brille? Nein. Motorradbrille? Setzen wir die mal auf. So, die Waffe legen wir weg. Schauen wir nochmal. Ja. Über mir hängt übrigens einer. Sieht ganz geil aus. Finde ich irgendwie schöner als die andere Brille. Hier hängt da gerade einer. Forschungsreagenzglas. Gut, wir haben noch eine obere Etage. Die nehmen wir auch noch mit. Lass uns mal die Runde laufen. Hier geht's nach oben. Und die haben sogar noch einen Keller. Komm, schieß weiter, komm. Ja, Treffer. Da war er schon tot, bevor ich eigentlich Schuss abgegeben habe. Nehmen wir alles mit. Hier ist noch eine Tür. Ofenhandschuhe. Hallo, Madame. Sprungene Glasschale. Nehmen wir alles mit. Alles, was wir kriegen können. Das Haus, das gefällt mir irgendwie. Oh. Tod durch Rektalschuss. So gefällt mir das Ganze. Na, wirst du die Munition mitnehmen? Kaffeetasse lasse ich hier. Also ganz sicher sind wir hier noch lange nicht. Jetzt wird geknackt. Wäre natürlich auch... Andersrum. Wäre natürlich auch edel, wenn Ada... Wenn wir es wechseln könnten. Oh. Eine Taschenuhr nehmen wir mit. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, der Erfinder wäre total happy. Nämlich, dass Haarklammern nach wie vor eine Funktion haben. Also schauen wir mal. Es ist nicht das Schlafzimmer. Cool. Die Familie fällt um. Was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und ein bisschen Bargeld. Das müssen wir auch mal alles loswerden. Das ist ja nichts mehr wert, die Kohle da. Hier ist nichts, okay. Und wir haben noch eine Etage. Das Haus gefällt mir. Hier gibt es jetzt nicht allzu viel zu plündern. Was haben wir hier? Zigarren ist gut. Die Fat Lady. Verwesender Leuchtender. Warum wird denn der jetzt nicht als Gegner angezeigt? Okay. Shit. Der hat gesessen. Der hat richtig gesessen. Kommt noch einer, dann ist er weg.
Weil das ist nämlich so einer, der holt die anderen wieder. Der stinkt, verstrahltes Blut. Eine U-Bahn-Marke ist gut. Kellerschlüssel. Aha. Also wir plündern das Haus genauso, wie das Spiel uns das eigentlich... Was? Kuriositäten? Ach so. Wie das Spiel es sich gedacht hatte. Dann, Ada, es geht jetzt in den Keller runter. Ich kenne eine Abkürzung. Flupp, schon so wieder unten. Dich haben wir geplündert, ne? Ja. Und hier war doch irgendwo die Treppe. Da geht's runter. Schön, wie ich gar nichts treffe. Alles gut. Du hast hinter dir, ne? Ja. Spielzeug außerirdisch. Also, ihr habt echt Zeug. Oh, Klebeband ist gut. Das nehmen wir. Kaffeetasse brauche ich nicht. Die Schüssel, da ist Keramik, glaube ich, drin. Da ist Stahl drin. Hier ist Glas drin. Das nehmen wir alles mal mit. Wie gesagt, was wir haben, das haben wir. Und was nicht, das nicht. Das ist die Logik des Spiels. Oh mein Gott, es geht jetzt richtig weit runter. Und wir sind immer noch nicht am Missionsgebiet, ne? Also. Jetzt hör auf, hier so einen Lärm zu machen für drei Leute. Sir, ich habe hier einige Komponenten für Sie. Okay, bisher ist alles ganz gut verlaufen. Den Mob wollte ich eigentlich nicht nehmen, aber mein Gott, was wir haben das, ne? Ihr kennt den Spruch, ich brauch's glaube ich nicht mehr sagen. Noch eine Babyrassel. Da hinten ist noch einer. Ne, der hat schon hinter sich. Hier ist überall Wasser. Und in jedem Keller gibt es auch ein bisschen Strom. Ich glaube, hier müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Und eine Mini-Atombombe. Schön, gemütlich, auf die Couch hat sie sich gesetzt. Zigarren nehmen wir mit, Kippen nehmen wir mit. Wasser, das trinke ich mal besser nicht. Also den Leuten hier ging es gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten wollen. Gucken, Aludose ist gut. Nein, ich will das Wasser nicht trinken. Ventilatoren sind sowieso gut. Was ist mit der hier? Die nehmen wir dann auch noch mit. Die Dose, die nehme ich nicht mit. Die hat nicht mal ein eigenes Material. Was? Alles gut bei dir? Kronkorken. Also irgendwas Schönes muss es hier noch geben. Kronkorken. Ein paar Klamotten. Hier funkt was. Das Funken, Mariechen. Schachtel Zigaretten. Theodors persönliches Terminal. Da werden wir gleich mal schauen. Ich glaube, dann ist immer ein bisschen schlauer hier. Eine Batterie. Sehr gut. Safe. Na dann. Ja. Ich sage noch viel zu einfach und dann breche ich das Ding trotzdem ab. Machen wir hier. Na, sag mal. Aha. Ist es so filigran heute? Soll ich gleich die Handschuhe noch anziehen? Na, jetzt wären wir aber pingelig, oder? Geht doch. Das wär's. Ja, komm, nehmen wir alles mit. Stoff drin. Ah, Vorkriegsgeld ist Stoff. Das ist im Prinzip auch so wie Schrott. Gut zu wissen. Gut, das haben wir hier drin. Oh. Ja, du hast es gut. Du trägst so viel, du kannst nicht laufen. Das ist aber kein Problem, weil wir werden jetzt hier einfach mal ein bisschen was kaputt machen. Das geht dann nämlich ganz schnell, dann können wir nämlich wieder ganz schnell laufen. Die ist richtig böse. Die ist komplett ausgebaut, aber brauchen wir nicht. So, das sollte eigentlich reichen, dass wir wieder uns normal bewegen sollten. Ja, sieht so aus. Okay. Nehmen wir das dafür mit. So, persönliches Terminal. Gucken wir doch da mal rein. Oh mein Gott.
Als mein Vater sagte, dass nichts die Familiendynastie der Grubs erschüttern könnte, nicht einmal die erdrückenden Schulden durch einen schlechten Aktienhandel, dachte er wahrscheinlich nicht an eine Welt voller Strahlenvergiftungen. Rückblende, als ich die Pilzwolke aufsteigen sah, dachte ich, irgendjemand hätte sich einen schlechten Scherz erlaubt. Ich hatte für etwas gebetet, das uns die Schulden nimmt, aber das wollte ich natürlich nicht. Ich würde lieber ein Leben als Arbeiter führen, statt mitzuerleben, wie mir ein Großteil meines Gesichts im Schlaf abfällt. Na toll. So, einen Monat später, oder einen halben Monat später. Tja, es könnte schlimmer sein. Ich habe den Rest der Familie im Keller eingesperrt und den Schlüssel versteckt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie umzubringen. Ein guter Mann. Auch wenn sie ekelhafte Monster sind, trotzdem ist das da drin noch meine Tante Belinda. Ich habe rausgefunden, dass es noch andere Überlebende hier draußen gibt. Manche von ihnen sehen wie überfahrene Tiere aus. Sie haben die getötet, die sich in Monster verwandelten. Und dann versucht, uns Normale umzubringen. Mein Gott, Lesen und Montag, keine gute Kombination. Was seltsam ist, keiner der wilden Ghule schien diejenigen von uns angreifen zu wollen, die auseinanderfallen. Ah, die Ghule greifen nicht die an, die sowieso schon krank sind. Gut zu wissen. So, dritter Tag. Okay, es hat funktioniert. Ich bin in den Keller gegangen und den Rest der Familie hat nicht versucht, mich zu töten. Also du warst also auch krank. Im Grunde genommen betrachtet hat sie mich gar nicht... Was? Im Grunde genommen beachtet... Oh Gott, Thompson, 21:22. Im Grunde genommen beachten sie mich gar nicht. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, die alte Welt ist tot und alle sind wieder bei Null. Unsere Schulden sind verschwunden und wir können neu beginnen. Also wenn ich noch wie ein normaler Mensch reden, funktionieren und handeln kann, dann können sie das auch. Sie brauchen nur einen kleinen Anstoß. Schon bald wird die Familie Grub wieder ganz oben sein. Glaube ich mal nicht. Du wirst nämlich ein Ghoul. Wen stört das schon? Hunderte von Jahren. Hunderte! Ich kann verdammt nochmal nicht sterben. Keiner von uns kann das. Ich habe Jahrhunderte damit verbracht, diese Kreaturen beizubringen, wie man sich menschlich verhält. Ich habe nichts vorzuweisen, außer vielleicht, dass mein Cousin James den Unterschied zwischen einer Salatgabel und einer normalen Gabel erkennt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob er einfach nur gut redet. Wie zum Teufel sollen wir wieder zur wohlhabenden und in der Öffentlichkeit stehenden Familie Grub werden, wenn wir alle Monster sind? Das bringt nichts. Ich schwöre bei Gott, ich werde Tante Belinda den Kopf einschlagen, wenn sie mir nicht zuhört. Schaut alle nur hin. Schaut mal alle hin. Also, ein schönes Wohnhaus war es mal. Und die Familie hat Schreckliches erlebt. Die haben sie aber jetzt hinter sich. Wir haben sie endgültig erlöst. Und wir marschieren jetzt fleißig mal zu unserem Missionsgebiet, würde ich sagen. Da waren wir nämlich schon lange nicht mehr. Um nicht zu sagen, noch nie. Also ich glaube, diese Insel, wo wir uns gerade befinden, die im Osten des Commonwealth sich befindet, das ist so eine Privatinsel, wo die Familie Grub damals ganz gut gelebt hat. Sie waren reich, sie waren angesehen, sie hatten einen Keller und die Quicksave-Funktion. So, und dahin, ihr seht es auch schon unten am Radar, 60 Meter, dann haben wir endlich unser Missionsziel erreicht. Wir laden nochmal unsere grobe Knifte nach. Oh mein Gott. Okay. Wo ist denn der Blecheimer? Da hinten eiert irgendetwas rum. Oh Gott. Also was auch immer der da spuckt, das macht ganz schön böse Aua. Und da werden wir gerade eben... Das sieht nicht gesund aus. Sterben.
Der hat uns tot gemacht. Wir brauchen mehr Power. Wir brauchen deutlich mehr Power. Oh mein Gott. Also die Waffe war mal gar nichts. Wie sehen unsere anderen Waffen aus? Das Sturmgewehr hat stolze 13 Schuss. Da brauchen wir nicht anfangen. Da brauchen wir überhaupt nicht anfangen. Das Ding hat zu wenig. Der schmutzige Harry. Vielleicht reißt der ja raus. Nein, ich glaub's auch nicht. Aber wir können es probieren. Die Schussfrequenz ist halt von dem Ding ein bisschen Banane. Da habt ihr mir ja auch geschrieben, ich soll von dem einen anderen Verschluss verbauen, dass die Schussfrequenz hochgeht, weil der Damage, der stimmt ja. Der Damage ist ja korrekt. Aber ich muss auch deutlich mal mit Wets und so arbeiten. Ich glaube, wir holen uns mal hier Roboter für Roboter. Okay. Komm her, du Schwachkopf. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, die werden sowieso angegriffen. Speichern. Ne, viel zu weit weg, um Damage zu machen. Okay, das wird lustig. Oh Gott, Thompson. Nee, ich brauche eine gescheite Waffe hier. Ich sehe nichts mehr. Aber ich glaube, einer ist gleich tot. Ja, einer ist tot, aber ich auch gleich. Oh mein Gott. Ich putze mal ganz kurz Nase. Den Kampf gewinnen wir heute noch. Gleich wieder da. Okay, da ist er wieder. Wir werden erstmal die komplette Munition leer ballern. Vorbei, vorbei. Und dann werde ich einfach auf den Schweizer gehen. Oh, Leute. Ich muss Deckung suchen. Ganz dringend Deckung suchen. Ja, ich muss die locken. Einer ist weg, okay. Ich muss sie ein bisschen ärgern, ich muss sie ein bisschen locken. Guck. Oh Gott, der hat doch nur Totenkopfstatus. Level 15? Fragezeichen. Sicher? Fragezeichen. Oh mein Gott. Gut. Die Waffe war scheiße, das wissen wir ja. Ich glaube, ich muss echt wieder die nehmen. Ich muss vielleicht schon aus der Distanz die Typen ein bisschen anhitten. Zumindest markieren, das wäre vielleicht, glaube ich, ganz gut. Hauen die sich gegenseitig auf die Fresse? Sieht nicht so aus, ne? Die mögen sich. Man kennt sich in dem Gebiet. Ich hau den so viele Handgranaten um die Ohren. Distanzkampf per excellence, nenne ich das. Oh mein Gott. Nee. Verschwind die Bussi, aber ganz schnell. Wenn einer von den Idioten schon mal weg ist, nämlich der zum Beispiel, haben wir schon mal richtig was gewonnen. Ich sehe mal wieder gar nichts. Laufen. Laufen, was das Zeug hält. Essen, was das Zeug hält. Ja, Geißel.
Der ist auch weg. Vielleicht sollte ich mal ein ganz mutiges Quicksave wagen. Ich bin auch ein bisschen irre, ne? Einfach mal schön nebenbei ein bisschen plündern. So, und das ist der Bot. Da liegt er. Oh, oh. Explosion. Explosion. Nee, warte mal. Die machen nicht Bumm. Machst du Bumm? Speichern. Und jetzt macht er Bumm. Das wär's. Dann wären wir... Dann hätten wir richtig reingekackt. So. Radarpeilsender. Jawohl, ja. Haben wir... Oh, neue Roboter-Mods verfügbar. So wie... Wo, was Erfolg? Wofür? Roboterjäger? Schalte 10 Roboter-Mods frei. Ah. Okay. Wir hätten das. Wo ist denn dieser andere kleine Blecheimer gewesen? Hier funkt noch einer rum. Neuer Roboter-Mod verfügbar. Und hier ist da, glaube ich, auch einer gestorben in der Ecke. Hier habe ich doch irgendwie ganz böse mal reingelunzt, aber sieht nicht so aus. Wo ist denn dieser kleine Kugelblitz? Ich mag Roboter, die blitzen und blinken. Das gefällt mir. Hier lag doch irgendwo noch einer rum. Ada, hast du irgendwas gesehen? Weil den hier habe ich schon. Das ist der Schrottbot. Das ist der Hirnbot. Aber wo ist dieses Glubschaugenbot-Ding? Der lag doch hier auch irgendwo. Ah, hier. Da liegt er. Okay. Gut, Ada? Ach so, jetzt muss ich mit dir reden, nehme ich mal an, ne? Und ich würde sagen, bevor wir mit Ada reden, bedanke ich mich erstmal beim fürs Einschalten. Ich hoffe, dieses Chaos hat dich überhaupt nicht unterhalten. Wenn ihr so sein solltet, darf ich oben nicht vergessen. Ihr kennt das ganze Spielchen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir reden mit Ada und gehen auf die Suche nach dem dritten Peilsender. Also, bis später dann. Ich bin raus und bis dann. Ciao, dein Tom.